Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Essie Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Essie Adventskalender kostet 54,95 €. Ich habe ihn bei Amazon bestellt und er wird aber auch in den Drogerien und überall, wo es Essie-Produkte gibt, verfügbar sein, genau. Und wir haben hier tatsächlich 6 Farben drin, die irgendwie nur limitiert in den USA sind. Wir haben ein extrem schönes Design. Guckt euch das mal an. Aha, ich raste aus. Und am Ende wird es ein Nagellackregal sein. Und es waren 3. Und wir gucken mal hinein. In der Nummer 1 haben wir hier ein Expressi drin enthalten, Quick Dry Nail Color. Und zwar ist das die Farbe 430 Skate with Destiny. Das ist einmal dieser hier, so ein wunderschönes Pastell-Lila-Lavendel, finde ich richtig schön. Und ja, ich habe hier gerade, das habe ich auch schon in einem anderen Unboxing gesagt, ich war doof und habe in eine Wespe gegriffen gerade. Das war schmerzhaft. Es ist immer noch. Puchert. Puchert richtig doll. Aber hey, ich werde es überleben. Und deswegen. Also ich finde den sehr schön von der Farbe her und sehr ansprechend. Also der Adventskalender ist wirklich schon mal verheißungsvoll gestartet, denn so eine Full-Size von einem Expressi ist auch gar nicht mal so günstig. Und dann habe ich hier jetzt in der Nummer 2 in der Farbe Bordeaux 50 einen Nagellack drin. Das ist eine kleine Größe. Das werden wir jetzt auch öfters in dem Adventskalender finden. 5 ml sind da drin und ja, das ist halt ein ganz dunkler Rotton, was ich auch sehr gerne leiden mag. Auch die Nummer 3 ist mit dabei und da habe ich in der Farbe 00 Glow and Shine ein Produkt drin enthalten. Das scheint mir dann eher so ein, keine Ahnung, so ein Überlack zu sein oder so ein ganz pastelliges Rot, Rosa, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das sagt mir ehrlich wirklich gar nichts, das kenne ich auch so nicht. Nagellack, ja. Hier haben wir die Nummer 4. Das ist Press Pause 604, scheinbar so ein Grauton. Joa, ist auch jetzt nicht ganz so meine Welt, passt aber tatsächlich so zu dem Weihnachtlichen, ne? Weil Schneematsch und so. Aber gut, auch da haben wir wieder 5 ml drin enthalten. Wäre jetzt nicht ganz so die Farbe, die ich jetzt im Laden kaufen würde. Aber wenn man es im Adventskalender hat, dann probiert man die gerne mal so aus, ne? Bei der Nummer 5, also dem Tag von Nikolaus, stand jetzt auch im Kläppchen limitierte Farbe aus den USA. Und das kann ich mir gut vorstellen, die ist echt schön. 253 in the Cabana oder Cabana. Das ist so ein wunderschöner, satter Türkiston und ich mag Türkis gerne leiden. Das ist sehr, 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 sehr schön. Und den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist eine Full Size, ein klassischer Essie-Nagellack, ne? Und 13,5 ml, genau. Und weil Essie ja eher so eine amerikanische Marke ist, glaube ich auch, dass die Nummer 5 jetzt quasi wichtiger ist als die Nummer 6, weil ja quasi am 5. Dezember Nikolaus gefeiert wird. Aber dennoch bin ich gespannt, was wir jetzt an Nikolaus drin haben. Die Nummer 6 enthält auch was ganz Besonderes und zwar ist das ein Topcoat und zwar nicht nur irgendein Topcoat, sondern der Topcoat, den ich persönlich am allerliebsten von Essie mag. Richtig gutes Produkt, der Platinum Glaze, den machst du dir einfach drüber. Und hast dann wirklich einen schönen Glanz auf den Nägeln. Also ihr seht ihn im Prinzip jetzt auch, ihr seht ihn immer auf meinen Nägeln, weil ich den immer drüber mache. Dadurch hält dir der Nagellack wirklich gut. Ein schöner Topcoat, der kommt auf jeden Fall in meine Backups mit rein. Ich glaube, ich habe aber noch 2, 3 im Backup. Ich finde die wirklich klasse. Kann ich euch mega empfehlen. Dadurch hält mein Nagellack länger und ist viel, viel robuster und sieht aus, als hätte man irgendwie Gelnägel drauf. Ganz klassisch ist jetzt in der Nummer 7 die Farbe Mademoiselle. Das ist so ein Rosé-Ton. Ja, also braucht man auf jeden Fall in seiner Sammlung, muss ich ehrlich sagen. Aber kommt ja zum Beispiel dem auch sehr ähnlich, den ich hier auf dem Nagel habe, ne? Also im Prinzip, Nagellackliebhaber haben sowas schon in ihrer Sammlung. Die Nummer 13 ist es übrigens mit 5 ml. Ist okay. Ist für mich jetzt halt nichts, was mich umhaut, aber es ist okay. Die Nummer 8 soll machen, dass es kracht und das liegt nicht nur daran, dass es sich so wundervoll darauf reimt, sondern auch, weil es Sammys Geburtstag ist. Und die Farbe macht auf jeden Fall, dass es kracht irgendwie, weil es ist so,
Sammy ist ja auch unser Sonnenschein. Ha, Top-Überleitung, ne? Die Farbe 648, Summer Solstice ist das. Ein schöner Gelbton, den werde ich einfach mal ausprobieren, weil ich finde, Gelb in Nagellack, also ein gelber Nagellack an sich, ist super schwer. Ich habe jetzt hier auch wieder einen gelben Nagellack drauf. Ich habe ja immer, ich bin ja gerne bunt unterwegs. Werde ich ausprobieren und ja, dann werdet ihr auf jeden Fall davon hören, würde ich mal so sagen. Oder von sehen. In Kläppchen Nummer 9 dürfen wir uns über eine limitierte Farbe aus den USA freuen. Die Farbe 76 Merino Cool. Ja, schwierige Farbe, ist so ein bisschen Matsche. Andere werden den bestimmt so hart feiern, ne? Aber ich bin halt, wenn ich Nagellack trage, ich trage halt gerne bunt, knallig. Ganz egal, ob es jetzt Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Entschuldigung, mein Fuß juckt. Ich trage einfach gerne bunte Nägel und da ist sowas dann halt einfach irgendwie nicht so geil, weil das wirklich so schlammfarben ist, ne? Mit einem Hauch von Lila und ja, also ich glaube, so wird es auch aussehen, wenn ich gefühlt alle meine Nagellacke zusammenmischen würde und einmal schütteln. In der Nummer 10 darf es jetzt mit so einem kleinen Moped weitergehen und zwar haben wir hier mit 5 ml ein All-in-One-Produkt. Es scheint dann quasi Topcoat, Basecoat und Nagellack zu sein, also quasi einfach, wenn du ganz faul bist und einfach ein bisschen Glanz auf deinen Nägeln haben willst, ich denke da ganz extrem an meine Mama. Die ist auch immer so, gib mir irgendwas, was ich halt komplett und ich möchte nicht jetzt irgendwie so ein Tüdelü machen, sagt sie. Ja. Da ist das perfekt, ne? Da hast du halt einfach, das sieht aus, als hättest du richtig schön gepflegte Nägel, weil die halt glänzen. Du hast es sowohl mit dem Basecoat, das halt quasi das besser am Nagel haftet, als auch mit dem Topcoat, dass es stoßfest ist, ne? In einem Produkt drin. Und ja, darüber werden sich halt einige echt freuen. Für mich ist das nichts, weil ich möchte krabben. Auch in der 11, der ersten Schnapszahl, haben wir eine limitierte Farbe aus den USA. Ja, ich muss ein bisschen zur Seite rücken, dass ihr auch Erwin begutachten könnt, meinen wundervollen Stuhl. die Farbe 324, Hot in the Heat oder so, Hot in the Heat, keine Ahnung, das ist so ein Himbeertönchen, ist ein schönes Tönchen. Sowas mag ich auch wirklich gerne, kann man jetzt nichts Schlimmes zu sagen, ne? Habe ich jetzt auch gerade so in der Art und Weise nicht auf meinen Nägeln. Ich muss mal schauen, ob ich eine ähnliche Farbe schon habe, ansonsten habe ich jetzt die. Halbzeit, die Nummer 12, ist so ein Klassiker, auch wieder in einem kleinen Format. 427, Marky Me Happy steht hier drauf. Auch das ist wieder so ein Rotton. Klar, dass wir im Adventskalender recht viele Rottöne drin haben, aber ich finde schon, dass wir hier farblich gesehen eine deutlich intensivere Abwechslung haben, als wir das letztes Jahr hatten. Also der war ja echt gar nicht so geil, ne? Und jo, das hier ist auf jeden Fall, wenn man es nicht hat, ein schönes Rot, so ein schönes Mittelrot. Ja, mich haut es jetzt nicht so um. In der Nummer 13 haben wir in 5 ml auch einen Ton drin, den ich schon mal hatte oder sogar noch habe, in der Farbe 11. Not Just a Pretty Face. Auch das ist so ein rosa Tönchen, was man halt so für Natural Nails nehmen könnte. Finde ich sehr ähnlich zu diesem hier, ne? Aber da ist der Mademoiselle oder wie der heißt, ein bisschen heller und der hier ist mehr so Richtung, ich sag's, ein bisschen mehr in Richtung Leberwurst. Stimmt, die Nummer 14 erinnert mich daran, dass wir tatsächlich bislang auch wirklich ausschließlich Nagellack drin hatten und nicht irgendwelche To-Do-Listen, Bleistifte oder sonst irgendein Vierlefanz. Jetzt haben wir auch ein Produkt drin, was quasi ein Füllprodukt ist, aber ein Produkt, was in Relation auf jeden Fall, also in Verbindung zu den Nagellacken steht, und zwar Nagellackentferner. Denn wenn du jeden Tag einen neuen Nagellack bekommst und den ausprobieren willst und das nicht so geschickt wie ich machst, dass du dir das wirklich auf jeden Nagel eine Farbe so gibst, dann brauchst du Nagellackentferner. 25 ml sind hier drin und ich hatte den, glaube ich, letztes Jahr, fand den okay. Also verwendet, ne? Ich fand den, glaube ich, okay, aber halt jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, richtig, richtig cool. Würde ich jetzt aber nochmal verwenden und dann kann ich euch nochmal was dazu sagen. Wow, die Nummer, was ist das? 15 enthält eine extrem schöne Farbe, die ich safe behalten werde. Das ist eine limitierte Farbe aus den USA. In der Kamera kommt es bei weitem nicht so schön rüber, wie es jetzt hier in der Realität ist, weil wir haben hier vor allem Grünschimmer mit drin, aber auch so ein bisschen Lila. Also grün, lila, ne? Aber hauptsächlich grün. Ich weiß nicht, wie ich das einfangen soll, aber es sieht extrem spacig aus. Ich lieb's. Ich lieb's wirklich sehr. 272 for the twill of it. In der 16 haben wir wieder ein Rottönchen drin und zwar die Farbe 60 Really Red. Das ist ein richtiges Rot, ne? Sieht so aus, passt jetzt 1A zu meinem Outfit und zu meinem wunderschönen Lippenstift. Passt 1A zusammen, ne? Und zu der Mütze. Aber ja. Ja.
ist rot. Ist Weihnachtszeit, ist okay. Ja, bei der Nummer 17, das ist halt auch wieder so ein Gel-Setter, also quasi ein Topcoat. Da weiß ich jetzt, also ich weiß manchmal einfach nicht, was der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Topcoats bei einer jeweiligen Firma sein soll. Was ich halt herausgefunden habe, ist, dass dieser Platinum auf jeden Fall der beste ist, den Essie rausgehauen hat. Die haben ja auch einen, der in diesem Format ist quasi, ne? Also in dem normaleckigen Format. Den finde ich nicht so gut tatsächlich. Kann sein, dass es quasi der hier ist, nur dass der hier der in klein ist. Ja. Ja. Kann man einfach mal so ausprobieren, welcher einem dann besser gefällt von der Formulierung, glaube ich. Zack, die Wappdi, wir sind mit der Nummer 18 in der Weihnachtswoche und das ist so ein klassischer Ton, die Nummer 27 Watermelon. Auch hier haben wir so ein leicht pinkstichiges oder beeriges Rot mit dabei. Wobei ich sagen muss, dass das hier mir irgendwie ein bisschen besser gefällt, auch wenn die beiden wirklich super ähnlich sind. Also da hätte man sich entscheiden können, entweder oder, meine Meinung, und dann hier einfach einen kleinen in einer anderen Farbe mit reinpacken. Weißt du, so ein Blau oder so kann man machen. Auch die Nummer 19 enthält eine limitierte Farbe aus den USA und zwar ist es die Farbe 861 Imported Bubbly. Und das ist so ein absoluter Perlmuttton. Also erst als ich das Kläppchen aufgemacht habe, habe ich mir gedacht, ist das so ein hellgrau? Was soll ich denn jetzt noch mit so einem Grau? Ich will nicht noch ein Grau. Ich habe doch schon ein Grau. Grau, noch ein Grau, noch mehr Grau. Nee. Aber es ist halt so ein Pearly. Den muss ich auf dem Nagel sehen, ob der halt auch wirklich so einen schönen Schimmer gibt oder ob der halt eher nicht so schimmernd auf dem Nagel wirkt. Das war eine total intelligente Aussage. Die müssen wir uns merken. Was ist los? Okay, es ist los, dass es 21.56 Uhr ist und mir sehr warm ist wahrscheinlich. Und dass ich gestochen worden bin und mein Finger gleich abfällt. Und Leute, was ist hier los? Okay, also, so sehen Freitagabende bei Claudia aus. Läuft bei mir, ne? Ist schön. Auf jeden Fall, den muss ich auf den Nagel sehen. So, Mann. Der 20er-Bereich ist hiermit eingeläutet, denn in der 20 habe ich die Nummer 1 Blanc, also weiß. Es ist halt ein Weiß, ganz ehrlich. Ist schön, kann man super gut verwenden, um da auch fancy Designs drauf zu machen, um da Schimmertöne drauf zu machen. Du kannst auch so einen Weißton gut verwenden, um dann halt so einen Pearly-Ton da drüber zu geben, um das Ganze zu intensivieren. Oder du gibst dir den drunter und gibst dir dann das Gelb drüber, um das Gelb zu intensivieren. Nur so als kleiner Pro-Tipp, ne? Aber ein Weiß braucht jeder auch irgendwie in seiner Sammlung, finde ich. Während ich die Nummer 21 öffne und auch dies eine limitierte Farbe aus den USA in einer Full Size zu sein scheint, muss ich wirklich sagen, dass der Adventskalender sich sehr gut hält. Also der schrubbelt nicht so auseinander. So manche Sachen gut sind ein bisschen auseinandergerissen, ne? Aber der sieht jetzt nicht so ganz furchtbar aus. Geranium 862 ist hier die Farbbezeichnung und das sieht wirklich nach einem Geranienrot aus. Ja, es ist schon wieder ein Rotton, ne? Da hätte man sich entscheiden können. Hätte man, muss man aber nicht, weil man kann ja auch einfach 5 Rottöne, nein, Nagellack-Adventskalender packen. Ist ein schöner Rotton, eher so Tomatenrot. Da machen wir einer Guck. In der Nummer 22 haben wir ein Blautönchen drin. Habe ich eben geschrien, habe ich nun bekommen. Die Nummer 92 Aruba Blue müsste ich wahrscheinlich noch da haben. Oder ich habe ihn durch einen anderen ersetzt, man weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall auch so einen schönen Schimmer mit drin, was ich richtig schön finde. Also den mag ich richtig, richtig, richtig gerne leiden. Schöner Ton. Und so ein 5ml Gedönsen reg ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht drüber auf, dass wir da recht viele von diesen kleinen Dingern drin haben, weil man braucht sehr lange, um einen Nagellack leer zu machen. Vor allem, wenn man ich ist und dann halt wirklich nur alle 2 Wochen mal einen Nagel in der Farbe hat. Weißt du, das ist halt auch die Sache. Aber es ist ein wirklich schöner Ton, den ich sehr gerne leiden mache. Ja, auch die Nummer 23 ist eine Farbe, vor allem ein Produkt, was in einen Adventskalender gehört. Ist auch wieder kein klassischer Nagellack, sondern das zweite Nagel-Add-on-Produkt. Und zwar ist das hier ein Apricot Oil mit 5ml, also quasi ein Aprikosenöl. Und das ist ein Nagelpflegeöl, denn ja, was bringt einem das, wenn du wunderschöne Farben auf den Nägeln hast, wenn die Nägel an sich halt furchtbar aussehen oder die Nagelhaut. Deswegen macht es wirklich Sinn, da sowas mit beizupacken. Und in der 24 ist natürlich klar, dass wir zum einen eine besondere Form haben und zum anderen, dass es ein Rotton ist, oder? Irgendwie schon. Das ist ein Gel Couture, relativ langanhaltend, das stand da im Kläppchen gerade drin, Lady in Red 510, also auch wieder ein klassischer Rotton, aber halt wirklich diese geschwungene Form, die ja ein bisschen teurer ist als die normale Form, ne? Finde ich super, super, super hübsch, ist aber schon der 1, 2, 3, 4...
5, 6, ein siebter Rotton ungefähr, ne? Wenn ich jetzt so locker rechne. Schwierig, aber es ist halt auch ein Adventskalender und kein Sommerkalender. Was sagen wir denn zum Fazit? Also er sieht immer noch hübsch aus. Man kann sich hier raus ein Nagellackregal basteln, das sehe ich auch. Dafür müsste man jetzt halt einfach nur dieses Äußere entfernen, ne? Und dann hätte man hier so Regalböden und dann kann man da die Nagellacke reinstellen, was ich hübsch finde, auf jeden Fall. Das hat halt dann so ein bisschen was von, wir sind ein bisschen nachhaltiger, weil du den Adventskalender nicht wegschmeißen musst. So gedacht, ne? Werde ich meine Freundin fragen, ob die da Bock drauf haben, weil ich habe ja offensichtlich mir schon so ein Acrylvieh mal vor einiger Zeit gekauft. Ich persönlich finde ihn auf jeden Fall besser als letztes Jahr, ne? Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben ja eine deutlich größere Auswahl. Wir haben hier ein Gelb mit dabei, ein Blau mit dabei, was Grünliches haben wir mit dabei, ein Türkis, ein Lila. Also das finde ich richtig, richtig schön. Meine Meinung, aber das ist auch nur meine Meinung, ne? Nächstes Jahr kann Essie gerne noch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen und auch einfach ein bisschen mutiger werden. Denn meiner Meinung nach könnte hier gerne auch mal ein Grün mit rein oder ein richtig knalliges Pink oder, ne, irgendwie so Glitzer oder so ein Kram. Da hätte ich nichts drum bei. Können sie super gerne machen, weil meistens holen sich die Leute einen Essie Adventskalender, die halt auch wirklich Bock drauf haben, verschiedene Farben zu verwenden und nicht 7 verschiedene Rottöne in einem Nagellack Adventskalender drin haben wollen. Wisst ihr, was ich meine? Also, Essie wird dieses Video niemals sehen, aber es wäre cool, wenn nächstes Jahr halt noch mehr Farben drin enthalten wären. Ich fände es cool, ich würde es feiern. Ich, ne, finde aber auch, dass der Adventskalender sich trotz dessen lohnt. Ne? Also wir werden hier auch einen guten Wert drin haben. Ich finde die Farben, die hier drin sind, schön. Ich finde es auch cool von der Produktauswahl her, dass wir hier nicht super viel Füllmaterial oder sowas haben. Alles stimmig, alles passt zusammen. Deswegen von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender unten in die Kommentare. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalendern aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!